Körperbeherrschung, Wandelbarkeit und Ausdrucksstärke sind Grundvoraussetzungen für ein gutes Model. Und deswegen schicke ich meine Mädchen heute in die Ballettschule. Oben auf Spitze, halten. Hier bringt keine geringere als die Ballettdirektorin des Friedrichstadtpalasts, Alexandra Georgieva, und ihre Assistentin mein Mädchen das 1x1 der Ballettposen bei. Ich habe eine wunderbare Company mit 60 Tänzern aus 26 verschiedenen Nationen. Ich bin heute hier, die Mädchen zu vorbereiten für den vorstehenden Shooting, weil sie müssen die Posen beherrschen von der klassischen Welt und das wird eine harte Arbeit für die. Die Mädchen sollen Eleganz, Körperspannung und Disziplin lernen. Guten Morgen, die Damen. Ich bin Alexandra Georgieva, die Ballettdirektorin des Friedrichstadtpalasts. Wir sind hier heute, euch zu vorbereiten für diese wahnsinnig spannende Shooting, die auf euch kommt. What the fuck? Ballett-Teaching geht gar nicht. Das wird richtige Katastrophe werden. Ein paar Punkte, die sind sehr wichtig bei uns. Zuerst Disziplin, Disziplin und wieder Disziplin. Das bedeutet, es wird nicht geredet. Höchste Konzentration. Umso mehr Posen ihr lernt, umso besser für euch. Dann. Lass uns mal starten direkt. Mal sehen, wer schlapp macht und wer sich an die Spitze tanzt. Und ich muss sagen, es wird ganz schön ungemütlich. Autsch. Wir werden euch die Posen jetzt zeigen, alle. Und nochmal betone ich, Disziplin ist das Wichtigste, Aufmerksamkeit. So, Sophia, bitteschön. Erste Pose. Das ist eine zweite Variante. Ja, nicht sofort abgehen, aus. Oh, nein, das ist möglich. Alles ist möglich. Bein, Arme, Kopf, Ausdruck. Pas de bruit. Der Kopf ist leicht nach vorne. Der Blick nach oben ist sehr wichtig. Auch extrem wichtig, auf diese Knie zu stehen, zu beherrschen der Balance. Eine selbstbewusste und eine tolle Präsenz musst ihr euch zeigen. Ich wünsche euch toi toi toi. Viel Spaß. Bei mir weiß ich schon, wie das laufen wird. Nicht gut. Meine Stimmung ist deutlich getrübt gewesen. Ich hatte keine Motivation auf speziell jetzt dieses Thema, weil es da extrem um Weiblichkeit geht. Mein Streak von gutem Lob ist hiermit vorbei. Ich glaube, es wird einfach richtig anstrengend, gerade für mich, auch weil ich eine schlechte Haltung habe. Und Ausdruck war ja auch sowas, was Heidi bei mir bemängelt hat. Ich liebe es, Aerobic zu machen. Ich tanze super gerne und ja, es ist einfach meine Leidenschaft. Deshalb denke ich, dass ich es von da auch schon gut gelernt habe und dass ich da auch bestimmte Grundvoraussetzungen habe. Könnte ihr Körper so bewegen? Ich denke mir so, geht's dir gut, Mädchen? Die mag dir Beine hoch. Die mag dir Arme hoch. Ich denke mir so, Lord Jesus, save us. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, rauszustechen und zu glänzen. Viel Spaß, die Damen. Und wie gesagt, so, bitte gar keine Gespräche miteinander. Und wir beginnen mit der ersten Übung, damit die Füße ein bisschen warm werden. Einfach der Fuß warm machen. Immer durch halbe Spitze, Spitze. Ne? Noch einmal. Wunderbar. Jetzt Arm geht von unten nach oben und schließt sich wie ein halber Ball. Diese Bewegungen sehen einfach ein bisschen komisch aus. Ich sehe aus wie so ein kleiner Körperklaus. Ich bin einfach so ein Stock. Ich sehe einfach nicht aus wie eine Ballerina, Leute. Was soll ich euch sagen? Es ist schmerzhaft ein bisschen. Ich habe keine große Wahl am Ende. Ich versuche jetzt einfach, das Beste draus zu machen. Ich muss über mich selber lachen, das ist es. Leise, keine Gespräche bitte. Das ist eine der wichtigsten Sachen, was kommt für eure Fotoshooting. Jetzt sind schon die Arme wichtig, besonders die Finger.
es ist unglaublich wichtig, wirklich bei den Posen, wie ich das ausführe, bis um ins Detail. Man muss wirklich schöne Füße, elegante Füße haben und tolle Hände. Das ist das Ende und das Ende muss brillant sein. Das sind praktisch die gleichen Sachen wie beim Model. Öffnen die beiden Füße und sogenannte berühmte erste Position in der Ballettwelt. Sehr gut. Wunderbar. Gut. Wunderbar. Bauch rein. Es war schon immer mein Traum, als Kind Ballett zu tanzen und Ballerina zu werden. Und ich dachte, nee, ist nicht real, oder? Ich muss mich einfach kneifen. So, nee, wir sind nicht hier und wir lernen wirklich nicht Ballett, oder? Ich habe mich mega, mega gefreut und habe mich einfach auf das konzentriert, was kommt, weil ich es einfach genossen habe. Kinderfuß, was haben wir gesagt? Keine Bananenfuß? Sophia hilft jetzt gleich. Und bleibt mehr auf der Vorderbein. Vorderbein, ich weiß, ihr kriegt Krämpfe. Nächste Pose. V, ein V. Enge der Arme. Auf jeden Fall möchte ich, dass ich diese Woche auch Heidi nicht enttäusche und die gleiche Leistung auch abliefere, wie ich das bis jetzt gewohnt bin. Und Bauch rein. Nach oben, nicht nach hinten. Nach oben. Zieh dich nach oben. Besser, besser. Ja, bravo. Ich fühle mich auf jeden Fall mega, mega wohl und ich liebe es einfach jetzt schon. Kann es kaum abwarten, bis das Shooting kommt, dass ich das auch präsentieren kann. Nochmal jeder korrigiert. Wo ist der linke Arm? Wo ist der Blick? Wo ist der Bein? Gut, wunderbar. Nächste. Ich bin die letzte Person, die nachvollziehen kann, dass Ballett nicht das unbedingt das Ding von jedem ist. Wo ist mein rechter Arm? Wo ist mein linker Arm? Schaut, Sophia, kopiere. Ja. Beim Teaching war schon eine Angst da, dass ich den anderen Mädchen unterlegen bin. Durch körperliche Gegebenheiten. Fühl deinen Arm nicht hier, sondern neben dein Ohr. Ja. Nimm der Brust ein bisschen mehr vorne. Jawohl. Wunderbar, viel besser. Aber im Laufe des Teachings habe ich immer mehr Zuspruch auch von der Trainerin bekommen, was natürlich ein sehr ermutigendes Gefühl ist. Gut, nächste Pose. Arme. Drehen. Ja. Knie ist gestreckt, Knie ist gestreckt. Wo ist der Arm? Hoch, Vorderbein ordentlich auf die Spitze. Falsche Bein. Tut mir leid, wenn die anderen Damen nicht richtig sind, musst ihr halten. Schaut jetzt, die zwei Damen, die machen es relativ gut jetzt schon. Es macht mir Spaß, weil es war halt auch eine Kritik von Heidi, meine Haltung. Deswegen finde ich es gut, dass wir hier das lernen, auch mal so ein bisschen so Körpergefühl zu haben, weil das war was, was mir halt voll gefehlt hat. Wunderbar. So, nächste Pose. Strengt euch richtig jetzt an, es wird sonst Katastrophe. Es gibt eine Menge Mädchen, die gut, sehr gut konzentriert sind und die arbeiten und nehmen die Sache richtig ernst. Aber es gibt ein paar, die brauchen noch viel Arbeit, damit sie überhaupt mal nahe kommen an das, was man sagt. Sieht gut aus, okay. Wo wir mit den Knien auf dem Boden waren, oh, da dachte ich mir so, boah, kann jetzt nicht sein, tut nur weh, gar kein Bock. Und nach vorne. Korrigiere noch mal den Arm. Nach oben, schöner, schöner, richtig schöner Fuß. Bei mir ist so die Schwierigkeit, dass ich nicht so feier so aus dem Ballett. Ich bin einfach nicht so der Ballettmensch, werde ich niemals sein, das passt nicht zu mir. Ich kann mich nicht so bewegen und ich vergesse halt auch alles. Die Gruppe davon der drei, die die ganze Zeit gelacht haben, würde ich euch wirklich bitten. Jetzt ganz klar, es gibt keine Diskussion mehr, es gibt keine Gespräche. Höchste Konzentration und Disziplin. Du gehst auf der anderen Seite, da. Du kommst in die Mitte. Ich hoffe, damit haben wir die ganze diese Lacharie beendet. Ich bin halt das Pferdemädchen und das sind so die Ballerinas. Weiß nicht. Also ich würde es wahrscheinlich auch nie wieder tun. Es
war wirklich der leichte Teil. Jetzt kommt richtig die Königsdisziplin, das heißt mit dem Spitzenschuh die ganze Posen durchzumachen. Das, was auf euch erwartet für das Shooting. Das, was ihr wirklich wollt zu zeigen, weil jeder von euch will die Beste sein. Die Schuhe sind super unbequem. Ich habe gerade schon gesagt, so ein bisschen wie orthopädische Schuhe, die aber nicht richtig passen. Beide Knie sind gestreckt, wie ein Schwan. Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Shooting für uns alle. Wir werden das ja alles das erste Mal machen und da mit solchen Schuhen, also in High Heels, ja natürlich viel, viel bequemer. Genieß die Pose. Lass mir nicht zeigen, dass ihr euch quält. Atme ein und aus. Das ist aber auch immer noch mal was anderes jetzt beim Training, als dann später, wenn wir es wirklich nutzen müssen. Aber ich werde zu Hause auch noch mal üben. Ich weiß, dass es für euch sehr schwierig ist. Ihr müsst wirklich viel, viel mehr üben. Ich werde jetzt einfach noch mehr üben, so dass meine Füße so viel Hornhaut kriegen, dass ich überhaupt gar nicht mehr die Schuhe spüre. Könnt ihr beide kommen nach vorne? Ihr habt es sehr gut gemacht. Gut, die Damen. Sehr gut, sehr gut. Natürlich ist es gut fürs Selbstbewusstsein, wenn man gesagt bekommt, dass man einer der Besten war. Aber ich will mich jetzt nicht darauf ausruhen und trotzdem mein Bestes geben und immer noch weiter üben, weil ich weiß selber, ich bin nicht perfekt, ich bin keine Balletttänzerin. Gut. Sehr gut. Okay, danke euch, die Woche. Ich hätte niemals gedacht, dass ich auch von ihr, weil sie sehr streng ist, Lob bekomme, weil ich bin ja auch diejenige gewesen, wo an der Haltung am meisten gemeckert worden ist. Sehr gut. Ich wünsche euch vom Herzen toi 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 für ein Fotoshooting. Ich bin sehr gespannt, wer was schafft. Auf jeden Fall werde ich fleißig üben, weil ich möchte auch nicht nur die Posen hier, die wir gelernt haben, beherrschen, sondern vielleicht auch ein bisschen eine Schippe drauflegen und zeigen, dass ich auch mich selber verbessern kann. Langsam realisiert man, dass Leute auch einfach gehen müssen und dass es jetzt aussortiert wird. Das Ballett fühlt sich so wie die erste richtige Challenge an, so, wo es nicht so, wo man nicht so ein bisschen rumschirken kann, sondern man muss einfach üben, üben, üben.